Die Gartenlaube ist 1818 entstanden. Das Bild geht zurück auf die Hochzeitsreise des Künstlers. Links seine Frau sitzend, rechts Friedrich im Mantel stehend. Interessant ist ja, dass die beiden Figuren uns nicht anblicken, sondern sie wenden sich ab vom Betrachter. Sie blicken hin auf eine Kirche, die Nikolaikirche in Greifswald. Der christliche Glaube ist für den Künstler ein ganz wichtiges Element seiner persönlichen Haltung. Friedrich war Landschaftsmaler. Die Landschaftsmalerei war in der Hierarchie der Gattungen im 19. Jahrhundert relativ weit unten angesiedelt. Und das, was wir heute am 19. Jahrhundert wertschätzen, sind eben gerade die damals gering geschätzten Gattungen. Friedrich ist ein Künstler, der sich selbst genügt und der auf ganz bescheidenem, auch wirtschaftlichem Niveau die Bilder malt, die er malen will.